Hallo, in diesem Video will ich mal die Hauptteile eines Rennautos erklären. Ich habe schon das erste Teil gemalt, das ist das sogenannte Monocoque und das ist quasi die Zelle, die eigentlich das ganze Auto ausmacht. Hier sitzt der Fahrer sitzt zurückgelehnt, ungefähr so, Beine gehen so hoch, dann wieder hier runter und hier sind seine Füße. Hinter dem Fahrer ist der Tank, wo der ganze Sprit drin ist, und zum Monocoque wird dann die vordere Aufhängung befestigt und da ist mal das Rad. Okay. Ich werde jetzt die Aufhängung auf die Seite nicht zeichnen, damit das Bild nicht so voll wird. Und vorne hier kommt dann der Frontflügel. Okay. Jetzt nehme ich mal eine andere Farbe. Hier hinten, hinterm Fahrer, ist der Tank und hinterm Tank ist dann der Motor. Aber anders kriegt man gar nicht. Machen wir es ein bisschen besser. Und jetzt kommt der schöne Teil. Hier ist dann die hintere Aufhängung und der Reifen. Und wie man sieht, die hintere Aufhängung ist nicht an dem Auto befestigt, sondern an dem Motor. Und das ist so eine Eigenschaft bei Rennautos, dass der Motor selbst ist Teil vom Chassis. Das Chassis selbst geht nur bis hierher und der Rest vom Chassis ist eigentlich der Motor. Deswegen moderne Motoren können diese Chassiskräfte bewältigen und deswegen werden auch die Aufhängung bei den meisten, bei den ganzen modernen Rennautos, werden alle über den Motor laufen. Und dann hinterm Motor haben wir dann das Getriebe. Okay. Und das Getriebe nimmt die Kraft vom Motor und teilt es dann an den mit so einer Welle geht die Kraft dann an den Reifen. Hier zu den da und hier zu den da. Und hinten an dem Getriebe ist dann auch der Hinterflügel befestigt. Okay. So, und dann fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Und zwar nehme ich mal eine andere Farbe, zum Beispiel grün. Und zwar hier an den Seiten hat man dann das Kühlsystem. Das ist mal ein Kühler hier und auf der anderen Seite ist normalerweise ein anderer Kühler, entweder Wasser- oder Ölkühler oder so. Und diese Kühler, gehe ich mal wieder zurück auf Blau, und diese Kühler sind dann in diesen Sidepods drin. Denn die Kühler kann man ja nicht im Luftstrom lassen, da geht die ganze Aerodynamik hin. Und so ungefähr. So, und die Luft geht dann hier rein. Und wo die Luft rausgeht, hat sich über die Jahre geändert. In den Mitte der 80er ging die Luft so raus. Jetzt geht sie, glaube ich, so raus. Und so. Okay, also das sind jetzt im Grunde genommen die Hauptteile eines Rennautos, sei es Formel 1 oder Formel 3 oder was immer. Ich tue es nochmal wiederholen. Also das hier, das Zentralstück, ist das Monocoque. Und das ist normalerweise aus Kohlefaser. Und es muss sehr fest sein, es muss den Fahrer schützen. Und es muss auch ganz stark sein, um die ganzen Kräfte der Aerodynamik, ja, die das Auto auf den Boden drücken, und der Radaufhängung, die ganzen Bodenwellen und so weiter, das muss das Monocoque alles verkraften. Zusätzlich Unfälle muss das Monocoque richtig standhalten, sonst ist der Fahrer verletzt. Und auch hinten hat das Monocoque diesen Kraftstofftank und der muss auch bei Unfälle, darf gar nicht kaputt gehen oder das Sprit darf gar nicht rausgehen und in Brand gesetzt werden. Deswegen ist das Monocoque ein sehr kritisches und wichtiges Teil. Und nicht nur muss es kräftig sein, sondern es muss auch leicht sein.
Deswegen ist Kohlefaser das Material. Zum Monocoque hinten kommt dann der Motor. Nicht vergessen, bei Rennautos ist der Motor Teil vom Chassis. Also Monocoque plus Motor machen das Chassis in ein Rennauto. Zu dem Chassis kommen dann die Aufhängungen. Hier ist die hintere Aufhängung. Und hier ist die vordere Aufhängung. Okay, das sind hier. So, dann hat man, hinten hat man den Hinterflügel und vorne den vorderen Flügel. Und hier hat man das Kühlsystem. Und das Kühlsystem ist in den oder unter den Sidepods verkleidet. Seit den 70er Jahren ist dieses Layout von Rennauto da und es hat sich seit den 70er Jahren bis jetzt gar nicht geändert. Das kann sein, dass jetzt die Aerodynamik anders ausschaut, die Nasen sind jetzt hoch oder die Flügel sehen sehr kompliziert aus, aber im Endeffekt ist es dieses Layout seit 1979 haben alle Formel 1 Autos dieses Layout und es hat sich über die Jahre gar nicht geändert.